1. Hallihallo, liebe Leute, schön, dass ihr wieder mit einschaltet zu einer neuen Folge Die Nachbarsbauern. Es ist August geworden und wir stehen hier am Kriegsfeld des Forstwirtschaftsbetriebs von Gacki. Hallo, Gacki. Hallo. Ja, guck mal, du hast gesagt, es sind nicht viele Bäume. Hatte ich da irgendwie mal gehört. Wenn du hier mal so einmal so querfeldein und vor allem hier so sind so die richtig fetten Dinger dabei. Ich glaube, das ist einiges an Geld, was hier rumliegt. Aber du weißt schon, dass du mir mit dem Abboden von dem Wald hier den ganzen Regen den Lebensraum wegnimmst, ne? Ist mir doch egal. Es geht hier um Profit. Ja, kommt zu mir, lieber Reh. Kommt zu mir. Der Gacki mag euch nicht. Nein, tu's nicht. Da ist noch ein. Weiter. Ein dicker. Seht ihr das Reh da oben? Ja, das will Zug fahren. Nein, tu's nicht. Nein. Oh. Ich muss sagen, ich habe wirklich fast alle Nadelbäume hier rausbekommen. Obwohl es stockdunkel war. Ah, ja, hallo. Wir haben ein bisschen die Nacht eingearbeitet hier. Ich habe einen habe ich noch gesehen, den ich vergessen habe, aber sonst bin ich zufrieden. Aber ich habe jetzt eigentlich gar keine Zeit mehr, um mich um das Zeug zu kümmern. Wir gehen jetzt in die Kartoffelernte. Das ist ein guter Punkt. Ich habe nämlich auch keine Zeit, denn ich muss Ballen passen. Ja. Ich habe da nämlich zwei, drei Schwaden, die da noch rumliegen. Und wenn wir jetzt mal schnell wegpassen hier. Schnell. So, und Nico, du hast dir was an Hardware gegönnt. Das ist auch gut. Hardware ist immer gut und wichtig. Und oh Gott, ist das Ding teuer. Scheiß drauf. Oh Gott. Da brauche ich doch auch länger wie eine Stunde für. Wieso muss ich mir immer die teuren Fahrzeuge mieten? Ach schade, das geht gerade gar nicht. Eine RTX 3080 12 GB. Sehr gut, sehr gut. Ach Mensch, Gacki, das ist ja gemein. Was wolltest du denn jetzt schon wieder machen? Ich wollte so ein Twitch-Dings bei dir ausprobieren, so, aber das ist ja nichts aktiv. Nee. Keine Sounds aktiv, dann hier dann kein wildes Lenken oder Lichthupe oder sowas aktiv. Na, das habe ich ja bis jetzt. Gar also die, nichts da. Die Sachen habe ich ja nur bis jetzt für ETS und Sounds wegen YouTube. Nee. Geht nicht. Ah. Weiß, aber manchmal vergisst es, dachte ich mir. Nein, das habe ich witzigerweise gestern direkt nach dem ETS-Stream habe ich da schon alles umgestellt. Was? Ja, ich bin gut. Wow, was war das jetzt für ein Ruckler hier? Ich muss sagen, der Kartoffelroder mit 27 km/h ist aber auch sowas von flott unterwegs. Ja, oder sowas ähnliches. Und ich darf nicht vergessen, ich muss heute noch meinen Zucker verkaufen. Da können wir doch eigentlich mal gucken. Hast du noch einiges vor dir? Wir gucken mal, während wir hier auf der Straße mit Tempomat fahren, einfach mal, wo der Zucker denn liegt. Oh, Sink. Oh. Ich muss. Ich glaube, ich muss Zucker verkaufen fahren, Erster. Naja, wenn. Oder ist er gerade an mir vorbeigefahren? Ja, ich fliege hier. Nee, das Ding ist, wenn das Ding sagt, der Allzeithöchstpreis ist 943 und. An der einen Verkaufsstelle ist er bei 1035.
Oh. Dann muss man verkaufen und der Preis ist sinkend da. Na gut, das hat er oft nichts zu sagen. Ja, aber ich werde es schon, glaube ich, gleich mal in Angriff nehmen. Ja, also der Stau war nicht ohne Käse, da hast du recht. Wir haben da gestern in ETS 2 für 200 Kilometer irgendwie 2,5 Stunden gebraucht. Okay. Ja, ETS hat wieder ein Event, wo man zu einer Stelle Sachen hinfahren muss. Und es ist klar, dass da jeder fährt. Und ich sag mal, wenn auf dem kompletten Europa-Server irgendwie 3000 Leute sind und an diesem einen Spot sind 700, es war Stau. Es war sehr langwierig. Es war lustig. So, aber Ja, gut. jetzt machen wir Geld. Und ich wollte Kartoffel ernten. Ach Mann. Aber Geld machen geht vor. Das ist wichtiger. Zumindest mal die Zuckerpaletten, die im Lager drin sind. Die Frage ist, was mache ich jetzt mit dem ganzen Stroh eigentlich? Warum hatten wir das? Hä? Was? Wir müssen ja wieder irgendwie, von unseren Schulden runterkommen jetzt. So, das kann noch ein bisschen dauern. Nach diesen leichten, vielleicht Fehlplanung, vielleicht auch nicht, das wird sich die Zukunft zeigen. Wird sich die Zukunft Das zeigen? Gutes Deutsch. wird sich die Zukunft zeigen. Tja. Ja, das war ein hervorragender Satz. Ich bin dafür, dass man den in Duden aufnimmt. Ja. Ich auch. Bin gespannt, ob wir jetzt unser Geld von der BGA nachgereicht bekommen oder. Ja. Weil mir fehlen halt mal 80.000 Euro. Sie. Ja, probieren wir das diesmal auch mit Zuckerpaletten da vorne drauf zu machen. Mal gucken, ob ich das kann. Ja, Ja, ne, Zucker. aber. Wenn ich mir die letzten Monatsberechnungen so angucke, dann kriegen wir fürs Vorspulen einfach kein Geld, wenn wir schlafen gehen. Weil meine BGA macht ungefähr 10.000 pro Stunde und ich habe im letzten Monat 155.000 bekommen. Da passt was nicht. So, wir passen noch. Ich glaube, dann werden wir das mit dem Vorspulen wohl dann, oder mit dem Schlafen gehen wohl dann erstmal weglassen. Mal manuell. Vielleicht eine andere Alternative auswählen. Ich meine, So. 80.000 Euro, das ist schon viel, was halt einfach fehlt, halt einfach, ne? Ja. Ui. 36.000 Liter Zucker. Oh, ja. Nein, nicht umkippen. Gut, der LKW. Oh, wie oft muss ich denn da jetzt fahren? Sag mal, das wird eine größere Aktion werden. Gut, dann denke ich mal, sind wir in der nächsten Folge morgen dann dabei mit dem Kartoffelernten. Das wird genauso eine Riesenaktion werden.
Aber ich glaube, ich werde auch nur die ersten ein, zwei Anhänger dann in die neue Produktion kippen und den Rest werde ich da erstmal auf den Haufen machen. Und dann irgendwann später mit dem Förderband und wenn man mehr Zeit hat. Weil da bist du ja mehr am Ja. Hin- und Herfahren wie noch was. Halt so bei Rüben und Kartoffeln und so. Und ich hatte auch Wein. schon, ja, schon überlegt, mir die Produktion da unten hinzusetzen. Aber dann muss ich ja die Paletten da von Hand aufladen. Ist auch wieder doof. Oder ich stelle die auf Direktverkauf. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das ist auf jeden Fall eine Option. Vollkommen richtig. Ich meine, man kann es ja auf Einlagern stellen und in dem, na gut, wobei bei den Sachen ist ja eh egal, im Grunde, wann man sie verkauft. Weil dann immer mit dem Roh da direkt da rein. Ich glaube, das werde ich auch machen. Weil ich denke mal, mit meinen Trinkpaletten habe ich schon genug zu fahren. Und jetzt mit dem Zucker. Stimmt, das ist eigentlich voll die gute Idee. Ich könnte den Bratensoße und den gemischten Salat einfach auf Direktverkaufen stellen. Weil, wie du gerade schon gesagt hast, Preisschwankungen sind nicht da, ne? Gut, hat man zwar ein bisschen Verlust, aber bei der Masse, weil das bin ich Ach so, auch am weil das Überlegen. Verkaufen wohl Ja, du per hast Mod oder halt, was? Macht ja, das Sinn noch? du hast ja halt ein bisschen Verlust beim Direktverkauf hast du ja. Aber Warum? Wo verkauft der hin? Ach so, das wissen wir nicht, ne? das, also die Sachen oder die Meinungen schwanken zwischen 10 und 30% Verlust zum Toppreis. Okay. Und ja. Aber es ist man weiß es nicht. Und ob er dann auch wirklich die Differenz zum Toppreis oder ob der einen Durchschnittspreis nimmt oder so, keine Ahnung. Keine Analysen dazu. Nicht wirklich. Das ist nicht so gut. So, guck Ja mal. gut, ich meine, Cool. ich kann es auch fahren weiterhin, ist ja wurscht. Gerade unbequem. So, guck mal. Erste Tour ist schon durch. Ja, ich habe meinen ersten Acker auch gleich hier gepasst. Habe ich ja nur noch zwei. Oh, das ging ja ratzfatz. Hätte ich jetzt. Ja. So, Nice. ich habe nur noch 196 Paletten. Oh. Gönn dir, Gacki. Ah, jetzt fallen sie runter. Ach Mann, eben hat es so gut geklappt. Jetzt. Schade. Hast du den Aufladetrick so wie bei mir hier mit von die Deichsel mit beladen oder Ja, was? das ging beim ersten Mal ging's und jetzt sind zwei runtergefallen. Na. Schade. Ja, egal. Ach, ich sehe ja gerade, dass jetzt hier die Anzeigen ja doppelt drin sind. Also die Ding ja. So, das Nee, können wir mal aber ausmachen. du hast Unrecht. Man sieht an den Zeichen, du hast die Summe,
Also die Gesamtsumme, das ist die rechte Zahl und die linke Zahl, das ist die, was du quasi, die wo du zurücksetzen kannst. Ja, aber er unterscheidet nicht zwischen gepresst und gewickelt, oder? Es sind ja nur zwei Dinger da. Ich denke, dass der nur die gepressten zählt. Und der andere zählt halt gepresst und gewickelt, separat. Ich meine, der unterscheidet das auch, aber ich habe halt noch nichts gewickelt. Komm, du wirst doch jetzt hier wohl den Berg hochkommen. Das ging doch eben auch so gut. Was mache ich denn eigentlich mit dem ganzen Stroh? Sag mal, wie geht's in meinen Kühen? Die haben noch 350.000 Liter Stroh im Stall. Ich glaube, da muss ich nichts mehr hinkippen. Ja, ein bisschen was ins Mischfutter rein, aber da passt auch nicht so viel rein, ne? Und den Rest? Keine Ahnung. Alles einlagern? Irgendwie nicht so drin. Oder wollen wir noch mal eine Runde Ballenstapel machen? Hat da jemand Lust dazu? Müsste ich aber oben erstmal den Unterstand reorganisieren. Ach, ein Glück. Ja, toll, die liegt Weil da jetzt geht hier. ja nicht mehr ganz so viel ein. Oh, Nö, Entschuldigung. wieso? Deine Palette? Ja, da liegt eine, liegt quer. Ah, gut. Profi stellt sie wieder hin. Einmal ruckeln und schon passt das. Sehr gut, Gacki. So. Oh Gott, ich habe da. Ich sehe gerade, ich habe da einen kleinen Halm vergessen zu dashen. Ah, schick. Ich Die ganze Ernte, die steht da noch. musste eben gerade mal ganz geschwind was verifizieren. Was denn? Ich habe Angst gehabt, dass meine Trauben vielleicht auch schon reif sind. Aber die sind noch im Wachstum. Wenn das jetzt auch noch den Monat dazugekommen wäre, nee, dann hätte ich gestreikt. Nee, die Tauben kommen im Oktober, glaube ich. Weil da kommt ja dann das nächste teure Gerät, das gemietet werden muss. Dann kommt der Rübenroder muss dann wieder ran. Oh. Ja, ich mache mich, glaube ich, mit den Mietkosten gerade ziemlich pleite. Ja gut, und dadurch, dass die Einnahmen in der Nacht fehlen von der BGA, macht es natürlich nicht wirklich besser halt, ne? Ich Ja. meine, weil verbraucht würde das ganze Zeug und wir kriegen das Geld halt nicht. Das ist irgendwie Ja, uncool. mal gucken, was zum nächsten Stundenwechsel passiert. Ja, also wir hatten jetzt noch keinen Morgen dabei, wo dann auf einmal 100.000 mehr auf dem Konto waren beim Stundenwechsel. Oh, jetzt Also fallen die wieder runter. Gut, ich lasse das. Das ist. der Illusion gebe ich mich mal nicht hin. So. Aber welche Illusion ich mich auch nicht hingeben kann, ist die Illusion der nie endenden YouTube-Folge. Deswegen, liebe Leute, bevor die Illusion zu wahr wird, würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder um 12 Uhr hier auf YouTube. Oder es gibt eine andere Illusion, die
8 Stunden LS Livestream-Illusion. Die gibt's aber tatsächlich. Müsst ihr nur einschalten. Und ja, ansonsten, ciao. Ja, du hättest vielleicht noch sagen sollen, wann es diese Livestream-Illusion gibt. Die gibt es immer freitags um 18:30 auf Twitch. Ja, schau da gerne vorbei und ansonsten Däumchen, Kommentare und so weiter. Immer gern gesehen. Bis dann. Tschüss.